Servus an alle virtuellen Farmer da draußen und hiermit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Borchersee in unserem Let's Play. Heute mit dabei sind unser Hardy. Moin. Unser MG. Moin. Unser TomTom. Mahlzeit. Der Dragonsword darf auch nicht fehlen. Servus. Unser Olivier. Grüezi. Und Derbo alias Till. Und meine Wenigkeit, der Austria Farmer. So, wir haben besprochen, was wir heute machen. Ich würde sagen, an die Geräte fertig los. Ich gehe mit in den Wald. Der Olivier kommt mit. Der Dragonsword kümmert sich ums Gras. Jo. Der Bo alias Till, der geht schon mal ernten. Und ich würde sagen, unser MG schnappt sich mal den. Wo ist er denn? Einen Höhli und den kleinen Anhänger zum Abtanken. Ich bräuchte dann bloß noch jemanden, der das Gras dann sammelt. Genau, das heißt, wir brauchen noch jemanden mit dem Ladewagen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Beziehungsweise, wir brauchen auf jeden Fall einen, der unseren Lockmaster fährt. Den hat Olivier schon mit, das ist sehr schön. Hardy, was hast du? Du wolltest die Seemaschine haben, glaube ich, ne? Ich gehe noch mit in den Wald. Ah, du gehst mit in den Wald, okay. Weil ansehen müssen wir nämlich auch. Ja, es ist nur kein Fahrzeug dann mehr, aber wenn jetzt noch einer Gras sammelt, fehlt im Endeffekt noch. Okay, dann lassen wir das Gras erstmal liegen. Dann mähen wir das Gras erstmal nur. Jo. Fahr dann mal zu Feld 24 da oben hoch, da wo die freie Fläche ist. Moment. Hoppala. Ach Mist, jetzt habe ich schon wieder was eingeblendet. Na, ist egal. Folgendes. Feld 24. Denkt dran, die 9 ist Wiese, die gehört uns. Okay. Da können wir auf jeden Fall schon mal zuschlagen, hätte ich gesagt. Gut, dann fahre ich jetzt zuerst zur 9. Genau, und dann müssen wir mal gucken, was wir so an Wiesen noch überall frei haben. Oben, genau, neben der 24 ist auch eine Wiese, die können wir auch noch machen. Eben. Aber ich sag mal, erstmal die dichtere wäre wahrscheinlich, glaube ich, sinnvoller. Ja, die 9 erstmal. Gut, dann fahre ich erstmal. Haben wir da noch ein Fahrzeug jetzt über oder alles weg? Na, wolltest du nicht den Ponze fahren? Ja, ich fahre Ponze. Bitte noch auf dem Weg. Ich brauche ja ein paar Minuten. Ich gehe mit in den Wald, yes. Wie gesagt, und Tom, weiß nicht. Ich mach das Ansehen. Sehen. Ja, gut. Hast du noch einen Hüdelmann da stehen? So, das heißt. Dann treffen wir uns an der Brücke, die wir erstmal bauen müssen. Genau. Also, ich parkiere den Lockmaster vorher draußen. Jo, dann kann ich wenigstens reinfahren, dann können wir nämlich schon mal. Kann ich die Bäume da schon mal platt machen? Beziehungsweise du kannst die Deko-Bäume mal absägen. Die da relativ günstig stehen, teilweise, ne? Ui, ui! Das ist eng! Warte! Leute, eng ist ein dehnbarer Begriff. Ja. Er hängt, glaube ich, im Wasser drinne. Kommst du vorbei oder kommst du weiter? Ne, ich komme nicht raus. Aber vielleicht muss mal irgendwer dann mal kurz ein bisschen Windschatten von hinten geben. Aktiven Windschatten? Ja, mach ich dann mal selber. Ach, du machst es selber, okay. Also Grasmähen in der inneren Sicht macht sich definitiv besser. Okay. Ja, man sieht wenigstens, wo man schon war. Ja, okay, macht Sinn, klar. So, also ich wäre dann hier schon mal angekommen. Wenn irgendwer was braucht, dann soll er schreien.
Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei. Jo, das sind wir. So, jetzt gehe ich mal wieder in die Außenansicht hier. Und Umleuchte darf natürlich auch nicht fehlen. So, Nuppellampe da oben. Jo. Auf dem Dach. Ah, unser Hardy ist auch schon da. Sehr schön. Sagst du ja was? Nuppellampe an. Der Hürlimann hat das ja. Ja, ja, genau. So, also hier müssen wir auf jeden Fall jetzt mal Bäume organisieren. Den Baum, der hier steht, den können wir direkt mal da so reinkippen lassen. Ja, hier. Ja. Muss natürlich nur gucken, dass er dann in die richtige Richtung fällt. Jetzt haben wir ein Problem. Das heißt, der kippt, glaube ich, immer nach links, ne? Ja. Das heißt also. Ach, die Hülle ist zu schwach. Was? Die Hülle ist zu schwach, wo? Ja. Oh, das war die falsche Richtung. Ich hatte gerade ein kleines Leckchen gehabt. Ja, dann gucken wir mal, ob wir den so zu fassen kriegen, ja. Ran, ansonsten schneiden wir ganz klein aus dem Kram von Hand rein. Ja. Da wäre jetzt das Creators Tool nicht schlecht, da könntest du Muscle Mod einstellen. Ja. Könntest du fast den ganzen Bogen mit Ema nehmen. Achtung! Oh, oh, oh! Ja, so. Ja, guck an, wir haben da schon mal eine halbe Brücke. Okay, warte. Da oben sind welche, die kann ich nehmen. Dann macht er jetzt hier eher noch Brückenbauer. Ja, wir machen Brückenbauer. Ja, den deutschen TÜV schicke ich dann mal vorbei, ne? Der sie dann abnimmt. So, warte mal. Erstmal müssen wir das Ding aufmachen. Ich glaube, ihr müsstet mal den Lokmaster zurücksetzen. Oder noch jemand mit aktiverem Windschatten. Den Lokmaster zurücksetzen. Ja, ja, warte, ja. Ich mach. Wo haben wir denn den Lokmaster? Nur Lokmaster? Nur Lokmaster. Oh. Oh. Darfst du wieder zum Shop fahren? Jo. Dann vorsichtig fahren. Wie war das mit O? Lass ich den los, ne? Oder mit Null? Ja. Müsste mit O gehen. Denk an die 8 Uhr. Stimmt, was? Olli. Denk an die 8 Uhr. Sollte aber kein Problem sein. Ja, ist offen. Genau. Okay. Dann sägen wir mal. Ja, wird ja nix. Machen wir mal ruhig 2 Meter. Darfst du nachher bloß nicht vergessen umzustellen, ne? Oh, Monsterleck. So kann man auch Boden bauen. Ich glaube, 3 Bäume brauchen wir dafür. Genau. Ja, so weit war ich im Singleplayer noch nicht. Ich hab's heute ausprobiert, wie man schnell die Brücke bauen kann. Ja, wie gesagt, mein Fokus liegt erstmal auf der BGA wegen Silage. Ja, weil wir brauchen definitiv Gärreste und dann müssen wir Klärwerk in Betrieb nehmen. Jo. Weil wir brauchen ja Biogas. Richtig, und Wasser brauchen wir ja dann irgendwann auch. Und ich sag mal so, wenn das Ingame 16 Uhr ist, dann müssen wir unbedingt mal unser Leiharbeitstaxi organisieren. Yep. Weil nach 8 Stunden ist die maximale Menge produziert, in Anführungszeichen. Ah, okay. Dann haben wir unsere polnischen Gastarbeiter dann. Ja. Unsere ausländischen Mitbürger. Ah. Der Schweizer Sonderarbeitskräfte. Ah, guck mal hier. Ja? Oh, du kommst mit dem Kleinkram an, auch nicht schlecht. Ja.
Sehr schön. So, der unzuverlässige Schweizer ist auch wieder unterwegs. Ich denke, die Schweizer sind immer wie ein Schweizer Uhrwerk. Ach, Quatsch, oh. Gerüchte. Gerüchte, ah ja, okay. Kenn mich aus, passt schon. Schweizer Zuverlässigkeit. Richtig. So. Ja, Hardy, wie sieht's aus? Ja, ich bringe mal wieder ein Stückchen. Ah, okay, warte. Weil, ne, unsere Zeit rennt. Jo. Warte, ich mach hier auch noch auf Kleinholz. Wollen wir Stroh einlagern? Ja. Dann brauchen wir einen Ladewagen, ja. Ja, das können wir dann auch noch. Ja, holen. Wie gesagt, beim Gras wird der Ladewagen dann auch gebraucht, ne? Ja. Ja, wir müssen gucken, weil wir haben jetzt noch 30.000. Jo. Und ansehen kannst auch nur Feld 1, oder? Nein. Nein. Oh, Objekt ist zu schwer. Halleluja. Da, wo unser Derbo gerade auf dem Feld ist, TomTom, da kann auch angesiedelt werden. Ja, wir haben zwei... Ne, drei Felder gibt es, die niemandem gehören. Dann eins davon ist, glaube ich, schon angesät. Bei 10, 11, da, das Feld, das kannst du eigentlich schon ansehen, das ist schon gepflügt. Ah, das gibt's doch nicht. Das Ding ist zu schwer. Halleluja. Wie sollen wir das denn bewegen können? Warte mal, ich komme euch helfen. Was soll ich dann ansehen? Bei 10 und 11 das kleine Feld da. Nein, was ich aussehen soll. Ach so. Also wir brauchen auf jeden Fall... Ein Baum. Nee, Baum nicht. Hackschnitzel müssen wir auf jeden Fall machen, aber ich glaube, das geht momentan zu doll ins Geld. Jo, wie gesagt, und wenn nicht, müssen wir halt das Holz schon mal in den stationären Häcksler reinhauen, der an der Sägerei ist. Also die Baumstämme sind leider zu schwer hier. Ich kann sie nicht heben. Dann müssen wir mal anderweitig gucken. Ah, warte, ich mach das anders. Ich hol mal den Verlängerungsarm hier von unserem Ponze und versuch mal, dass ich den darüber ziehen kann irgendwie. Nee. Ja, kommt auch nicht hin, ne? Nee, also da brauchen wir dann definitiv eine Poltergabel oder irgendwas. Ah, warte mal, den kann ich doch aufnehmen da hinten. Den Baum. Der Ponse müsste da, kann das ja. Der ja, ja. Ich tue mich immer so schwer mit der Steuerung hier. So. Alter Schwede. Deine Stärken liegen eher am Grasmähen, ne? Oh. Warte mal. Wie konnte man den wieder aufnehmen mit dem? Du musst den Kopf erstmal senken und dann, bis du das Sägesymbol kriegst. Also, bis er dir anzeigt Sägen, dann greift er an sich wieder. Ah, warte. Hab schon. Da war was. Oder auch nicht. Hast es geschafft jetzt? Ja. Ja, mit dem kleinen Mähwerk, das dauert schon eine kleine Weile hier. Ja, aber ich sag mal so, es gehört ja zum Glück uns. Jo.
fertig. Ein Stück oder was? Ja, ein kleines Stück. Im Endeffekt ein paar Bretter zwischendurch fehlen noch. Okay, dann einmal gucken, dass wir den wieder zu fast kriegen hier. Warte mal, da vorne steht noch ein Bäumchen. Da bei dem Höhli, der ist nicht ganz so weit weg. Da mal einen Baum erwischt, jawohl. Könnte dann bloß spaßig werden, hier mit dem Ladewagen langfahren. Derjenige, der dann hier das Glück hat, den Ladewagen zu fahren, der kriegt einen Drehwurm. Ah. Weil ich drehe hier so mal meine Runden. Auf der 9. Jo, ist fertig. Jo. Aber ich gebe noch ein bisschen was dazu hier. Sicher, sicher. Genau, weil die Brücke baut sich ja auch wieder ab. Verfällt mit der Zeit. Genau. Das heißt, die müssen wir dann von Zeit zu Zeit mal wieder auffüllen. Genau. So, das heißt, was für Meterstücke wollen wir schneiden? 12 Meter. Das, was auf dem Lockmaster rufiert. Maximal. Das sind? Ich glaube 12 Meter, ja. Ist aber so, wir müssen die bestmögliche Ausnutzung kriegen hier. Ah, im Singleplayer habe ich heute schon mein erstes Geld verdient. Und zwar mit Silage. Okay. So, das heißt, ich stelle den jetzt mal auf 10 Meter? Ja. Ach, der Ladewagen braucht einen starken Traktor. Ja, der braucht 120 PS. Und den hast du. Yep. Und ich bin gerade am Mähen. Es sei denn, du stellst mir einen kleinen Traktor hin, den kleinen Hürlimann, dann kannst du den großen Hürlimann kriegen. Ich bin am Dreschen. So, ich fange hier mal an der Zufahrt erstmal an. So. Guck, ob ich das noch ein bisschen sauber hingelegt kriege hier. Komm, Tom. Ja. Am sichersten wäre, du würdest das anpflanzen, was uns zum Anfang Geld bringt. Raps. Und Bleistift. Oh, fuck, ich habe gerade. Ah, na toll. Raps oder Sojabönchen, weil Sonnenblumen können wir noch nicht ernten, Sonnengebiss haben wir noch nicht. Ach so, wo wollen wir denn das Getreide einlagern? Einlagern können wir es glaube ich noch nicht. Nee. Wir können es nur direkt zum Hof bringen. Zum Hof, sondern zum Zug. Unten bei der beim Hafen. Jupp. Warte, ich wollte mal die linke Seite fällen. Was, die linke Seite? Ja, die Wasserseite von dir aus gesehen. Oh, da fiel gerade ein Baum. Ja, ein bisschen was müssen wir ja auch tun. Eben. Und du weißt ja, du bist mit zwei Bekloppten unterwegs. Was habt ihr jetzt gesagt? Der dritte sitzt im Drescher. Und das mit dem Ansehen klappt so nicht. Was? 2 Stundenkilometer maximal.
Ja, aber er packt das. Der kleine Höhli. Ja, der kann das. Der erste Tank leer, bevor ich das Feld fertig habe. Ah, Tankstelle ist ja nicht allzu weit weg. Nee, nee. Nur beim Shop. TomTom? Ja? Dann komm mal bitte zur 9. Stell mal die Seemaschine ab. Ups, das war jetzt ein bisschen blöd, aber gut. Vielleicht kann schon mal da jemand... Aber, Totalschaden hier. Ne, ich fahr mal gerade für vorne. Ja genau, vielleicht kannst du schon mal die ersten aufsammeln. Dann tauschen wir beide jetzt mal Traktor, TomTom. Jo. Ja, ich komme hier hinten nicht weiter. Ja, Moment, ich komm. Ah, Schein reicht, Hardy. Aber ich würde sagen, ich gebe mal ab an den Dragon. Wie schaut's denn bei dir aus? Tja, wie schaut's bei mir aus? Ich warte gerade auf unseren TomTom, dass er mit dem kleinen Traktor hier erscheint. Warte, ich würde den durchsägen, Olli. Dann geht's weiter mit dem Gras auf der 9. Ein Stückchen was ist ja schon gemäht, wie man sieht. Wie gesagt, jetzt heißt es halt warten. Ich glaube, du kannst noch eine Runde drehen. Ja, das sagt er jetzt, da kommt er angetuckert. Sag Bescheid, wenn du denn da bist, ne? Jo. Soll ich gleich voll tanken? Wäre nicht schlecht, ja. Weil ich habe ja dann noch Stücke mehr zu mähen. Also hier fallen die Bäume nur so rein, Bäume gerade. Eieieiei. Ich hätte fast Chef erschlagen. Mhm. Das gibt noch Ärger. Wie gesagt, immer einen Helm tragen. Auch die, die nicht schneiden. Aber mal eine Frage an unseren Olivier. Ja. Er schneidet ja mit der Kettensäge, ne? Mhm. Hat er denn auch Schutzklamotten an? Na klar. Das gehört. Wo sollen wir eigentlich dann den Weizen einlagern oder? Den Weizen fahrt ihr dann, der abfährt, fährt ihn bitte zum Hafen unten. Genau, und gleich auf dem Zug? Gleich auf dem Zug, aber noch nicht losschicken. Erst wenn genug drin ist. Damit genau. Sich lohnt. Okay. Dass mal vielleicht ein bisschen Geld in die Kasse kommt wieder. Ja, wir müssen dringend auf jeden Fall, ne? Ja, weil. So. Wir bräuchten ja dann auch definitiv noch ein Fahrzeug für die BGA. Ja. Sprich Radlader. Ja, und ich sag mal so. Ein Tank. Die Fahrzeuge optimieren. Ja, und einen Tank bräuchten wir ja dann vielleicht auch, wenn wir dann die Gärreste fahren wollen. Ja, aber gut, ich sag mal so. Bis wir das erstmal alles soweit haben. Ah, unser TomTom, ich sehe ihn doch da oben schon. Muss jetzt bloß einen Weg auf die Wiese finden hier. So, dann hängt das Gewicht ab, genau.
Also Wahnsinn. Die Zeit, die verrennt ja hier wie im Fluge. Ja. Vor allem für die gemieteten Fahrzeuge. Wobei es ja nur einer. Erstmal wieder in Übung kommen hier. Lange nicht gefällt die Bäume. Das letzte Mal hast du Bäume gefällt auf der Island-Map damals, ne? Ich glaube ja. Ja, das ist schon ein bisschen her. Oh ja. Aber gut, so ist das halt, ne? Jo. Wenn's nicht anders geht, dann geht's halt nicht anders. Aber so langsam komme ich da wieder rein. Wir müssen halt nur gucken, dass wir dann auch irgendwann uns um die Stumpfe kümmern, weil... Ja. Könnte so ein bisschen problematisch werden. Oh ja. Das ist wohl wahr. Geht's hart, die Mitten mal flatten? Ja. Es kann doch nicht gehen. Die haben doch keine Beine. Doch. Also mit dem Traktor TomTom sollte es jetzt klappen. Das denke ich jetzt auch. Weil du hast immerhin jetzt 7 PS mehr, als was die Sämaschine braucht. Schauen wir mal. Und wenn es jetzt nicht klappen tut, dann muss halt einer aktiven Windschatten leisten mit dem Traktor. Also anschieben. Ja, ja, klar. Ist dann die neue Art zum Ansehen. Mhm. Ja, wie früher, mit der Hand. Ja. Oh, genau. Das wäre ja auch noch so eine Idee, oder? Halleluja. Ansehen von Hand. So, ich glaube, da kriegen wir schon mal eine gute Fuhre voll, oder zwei? Ja. Das ist ja, wollen wir dann gleich erstmal die Sägewerke befüllen oder soll das Holz direkt in Verkauf gehen? Erstmal auf den Holzzug bitte. Ja. Wir müssen gucken, dass wir unsere Schulden natürlich im Zaum behalten. Genau. Weil die brauchen ja doch einiges an Zinsen. Oh ja. Deswegen, das ist auf jeden Fall eine Sache. Und dann müssen wir natürlich gucken, dass wir die Fahrzeuge nochmal optimieren. Ja. Vielleicht doch den ein oder anderen stärkeren Traktor. Ja. Weil das Holz ist nicht ganz leicht zum Transportieren. Ja, aber eben wie gesagt, ist besser mit einem Hölimann, als wie wenn wir einen Zetor Major 80 gehabt hätten. Ja. Definitiv. Es gibt nichts Besseres als einen Hölimann. Ja. Doch, gibt bessere Fahrzeuge wie ein Hürlimann. Ja, nein. Doch, sprich ein Valtra, ein kleiner. Die N-Serie. Wo ist so das Valtra? Ah, den musst du auch die Seiten umschalten. Ja, genau. Du musst praktischerweise die Straße langfahren, MG, wo es zum Shop geht. Jetzt hat er wieder ein. Ja, wenn Äste dran sind, funktioniert das Autoload nicht. Ja. So, ich habe jetzt Signal zum Arbeiten, also jetzt mal. Die 1 hast du schon geerntet? Ja. Du musst mal gucken, was auf die anderen Flächen da so ist. Ja, aber ich. Ist noch nicht reif. Oh. Tja, Was soll er jetzt noch machen? Ich hätte ja jetzt gesagt, er schnappt sich einen Ladewagen, aber ein Drescher, das sieht, glaube ich, ein bisschen merkwürdig aus. Ja. Ja, obwohl anders schlimmer kann es auch nicht aussehen wie ein Häcksler mit einem Flug hinten dran. So, aber wir sind schon wieder am Ende angekommen. Oh, stimmt. Ach, wie die Zeit doch vergeht. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, danke fürs Reinschauen. Und wenn ihr mögt, schaut doch beim nächsten Mal wieder mit der Reihe.
Jetzt heißt das wir Let's Play dabei. Genau, auf der Borcher See. Genau. Bis denn und tschö. Tschö bitte. Tschö. Tschö.